Die Micro Machines starteten ihren Siegeszug in die Kinderzimmer als kleine Spielzeugautos, mit denen man wunderbare Abenteuer erleben konnte. Ein derartiger Erfolg zieht natürlich auch Videospielumsetzungen hinter sich her, so auch auf diesem System. Lohnt das sich? Was taugt Micro Machines für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde 1995 bei uns und in Amerika von Ocean veröffentlicht. Programmiert wurde es von Mindscape. Neben dem Game Boy erschien eine Version für gefühlt jede verfügbare Plattform damals, unter anderem auch den PC und dem Super Nintendo. Wie schon angedeutet, erwartet euch hier natürlich ein Rennspiel, das aus der Draufsicht gespielt wird. Ihr könnt die Rennen in zwei verschiedenen Spielmodi bestreiten: Challenge und Head-to-Head. Ersteres ist der klassische Modus. Hier fahrt ihr in der Reihe nach Rennen gegen drei andere Gegner. Solltet ihr letzter werden, verliert ihr ein Leben und wenn ihr drei verloren habt, ist Ende für euch. Soweit also so normal. Das Besondere ist der Head-to-Head-Modus. Hier fahrt ihr nur gegen einen Konkurrenten und euer Ziel ist es, diesen aus dem Bildschirm zu drängen. Dieser Modus ist dann durchaus etwas Besonderes und spielt sich sehr dynamisch. Das Besondere an dem Spiel und dem Micro Machines Universum ist natürlich die kleine Größe der Fahrzeuge und daher sehen die Strecken natürlich auch entsprechend aus. Hier heizt ja nicht über irgendwelche Formel 1 Strecken oder ähnliches, sondern über den Küchentisch mit Brücken aus Linealen oder durch den Garten. Entsprechend lauern dort natürlich auch thematische Hindernisse wie Ölflecken oder Kleberflecke. Einfach nur die Ideallinie abfahren ist hier also nicht so angesagt. Entsprechend befahrt ihr diese sehr unterschiedlichen Strecken auch mit den passenden Fahrzeugen, die sich dann auch alle etwas anders steuern. Klar, ein Geländewagen ist vom Fahrverhalten natürlich etwas ganz anderes als ein Oldtimer oder sogar ein Boot. Da eure Gefährte bei jedem Rennen wechseln, müsst ihr dann auch immer euch neu einstellen und gerade das finde ich sehr schön an dem Spiel. So wird es nie langweilig und ihr könnt euch nicht immer auf eure Skills verlassen. Obendrein gibt es dann auch noch verschiedene Fahrer, die ebenfalls alle verschiedene Fähigkeiten mitbringen. Diese könnt ihr euch auch übrigens auch als eure Gegner auswählen und auf diese Weise könnt ihr es euch einfacher oder schwerer machen. Beide Modi könnt ihr übrigens auch im Multiplayer mit einem Linkkabel zocken. Die Grafik ist hervorragend gelungen, die Strecken sehen thematisch super aus und die Animationen passen auch. Der Sound ist leider jedoch eher zurückhaltend und das liegt vor allen Dingen an der Musik bzw. dem Fehlen der Musik. In den Rennen habt ihr nämlich keine Untermalung, so begleitet euch das dröge Motorengeräusch auf euren Rennen. Was taugt Micro Machines für den Game Boy also heute noch? Ich mag das Spiel. Ich habe vor einiger Zeit schon einmal den sehr guten Nachfolger getestet, aber der Vorgänger ist es auch durchaus wert, mal gespielt zu werden. Wenn ihr Bock auf einen lockeren Fun Race habt, könnt ihr hier auf jeden Fall zugreifen. Das war der Test zu Micro Machines für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.